Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger im Stream. Viel ist schon gesagt worden, sprechen viele Argumente gegen den Vorschlag der CDU-Fraktion, die Beantragung und Prüfung von Bürgerbegehren und von Bürgerbegehren in den Kommunen neu zu gestalten. Deswegen möchte ich mich hier auf die Nennung von zwei Punkten beschränken. Zum einen die höhere Bürokratisierung. Ein Kostendeckungsvorschlag der Antragsteller eines Bürgerbegehrens, möglicherweise neben einem ähnlichen Instrumentarium der Verwaltung, stellt sicher keine Entschlackung der Bürokratie dar. Auch lässt sich die Hoffnung, dass die Verwaltung daraufhin ihre eigene Kostenschätzung leichter erstellen ließe, nur schwer anbringen. Die Erstellung wird zwar durch das vorherige Handeln auf diesem Feld möglicherweise in Bezug auf die Datenbeschaffung vereinfacht, eine Überprüfung der Datenlage muss aber nichtsdestotrotz erfolgen. Die Prüfung wird sich also dadurch eher noch verlängern, sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein, denn es wird vermehrt Fälle geben, in denen sich schon trefflich über die Datenlage selbst streiten lässt. Gerade wenn unterschiedliche Daten vorliegen, die dann erst einmal in Bezug zueinander zu setzen sind, bevor sich eine halbwegs griffige Einschätzung abgeben lässt. Zum Zweiten die freiwillige Vorprüfung der Zuverlässigkeit. Herr Abruschat hat es gerade schon erwähnt, den Punkt hatten wir bereits vor knapp 2 Jahren hier diskutiert. Damals gab es von Seiten der CDU wenig Input zum Thema. Genauso verhält es sich jetzt in Ihrem eigenen Antrag. Wie eine solche Vorabprüfung ausgestaltet sein soll, beschreiben Sie nicht. Im Rahmen der Anhörung haben die Sachverständigen von Mehr Demokratie e.V. schon deutlich gemacht, dass auch im Antrag fälschlicherweise der Hauptausschuss und nicht der Stadtrat selbst als zuständiges Organ angesprochen ist. Dem würden wir uns anschließen, denn für die Belange der Kommune als Ganzes würden wir auch immer selbst den Stadtrat lieber entscheiden lassen. Es gäbe noch weitere Punkte zu thematisieren, aber schon bisher drängt sich eigentlich der Eindruck auf, als soll mit Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, Bürgerbegehren in den Kommunen eher behindert denn gefördert werden. Und zu Ihrer Argumentation, die eben in Ihrer Rede, Herr Nettelstroth, Bürgerinnen und Bürger sind sehr wohl in der Lage, ihre eigenen Fragen bezüglich der Finanzierung eines Projekts zu stellen. Dies tun sie zum Beispiel in den diversen Infoständen der Antragsteller zu Bürgerbegehren und in öffentlichen Bürgerforen. Es wäre wirklichkeitsfremd anzunehmen, dass bei einem Bürgerbegehren die Finanzierbarkeit nicht thematisiert würde. Insofern ist der mündige Bürger willens und in der Lage, sich ein Gesamtbild des Vorhabens zu machen. Dazu braucht es aber gerade keinen eigenen Kostendeckungsvorschlag. Insgesamt empfehle ich deshalb, diesen Antrag abzulehnen und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die Landesregierung spricht Herr